Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden oder wie sie sich bewegen, anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Sioliria, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop und das Bild, was du hier siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme und das zeigt dein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, dann auch die Kommunikation, das Wissen vermitteln, aneignen, deine vertraute Umgebung, die Verbindung zum Verwandten und wie kannst du dich behaupten bei Konkurrenten. Dann ist wichtige Thema die Kinder, Kindheit, inneren Kind, schöpferische Kraft, Partnerschaft, Berufung, deine Wünsche, auch Freundschaften und die Geheimnisse des Lebens. Wie ich schon sagte, in diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du und du bewegst dich im Leben in 7 Jahren Perioden. So machst du deine Schritte. Alle 7 Jahre hast du andere Themen, was dich anspricht. Du bewegst dich gerade auf dem Boden. Die Tierkreise zeichnen Krebs. Das heißt, die Krebsthematik ist gerade wichtig. Das ist der Fokus. Oder die Einflüsse von außen sind so, und das sind dein Zuhause, kann auch wohnliche Veränderung da sein, deine familiäre Verbindung, auch ein gewisser Rückzug bedeutet auch Empfindlichkeit. Viele Dinge nimmst du in dein Leben mit Gefühlen wahr. Das ist auch das innere Zuhause, ein inneren Tempel, die Rückzug, die Meditation, die Spiritualität. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei dieser Art von Sonnenbewegung muss ich sagen, dass hier eigentlich die Bewegung nicht die Sonne macht, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und ich starte mit April 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto bewegt sich im Schütze. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und Pluto zeigt hier klar und deutlich, du brauchst die innere Kraft, auch die Überzeugungskraft. Außerdem konzentriere dich auf dem Wesentlichen, befestige das und verabschiede von alles anderen, was das stört, dein eigenen Energiefeld oder deine persönlichen Kontakte. Achte auf deine Persönlichkeit. Neptun bewegt sich in Tierkreis, zeichnen Wassermann und lässt deine Träume leben. Und das ist die Wissen, Kommunikation, wie du dich behauptest. Auch deine Kreativität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bewegt sich im Widder. Hier sind die Veränderungen mit Kindern oder mit deiner schöpferischen Kraft, deine Kreativität, deine Lebensfreude.
Saturn ist der Planet der Schicksale, hütet den Karma und belehrt uns. Saturn ist auch im Schütze. Deine Persönlichkeit steht jetzt im Mittelpunkt. Das wird befestigt. Jupiter ist auch im Schütze und das bedeutet, dass du Glück hast. Jupiter gibt diese Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vermehrt auch etwas. Das kann sein bei diesem Jupiter-Einfluss, dass du ein bisschen zunimmst. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit Mars-Energie setzen wir durch. Mars steht astromedizinisch zum Muskulatur und Blutbildung, also kann bei Mars-Energie auch Sport, Bewegung auch bedeuten. Außerdem Mars bedeutet auch der Mann. Und hier hast du diese Kraft im Stier und das bedeutet, du setzt dich durch in Arbeit oder du hast eine Begegnung mit einer männlichen Person in Arbeit. Das kann auch sein Arbeit sein, im beruflichen Umfeld. Venus ist der Planet der Liebe, das ist die weibliche Energie. Du als Frau zeigst auch Kreativität und auch anderen Frauen bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann auch auslösen, dass du Kontakt hast mit anderen Frauen oder Frauen. Venus bewegt sich hier im Wassermann. Und das wäre möglich, dass du gerade mit einer Frau kontaktierst in deiner vertrauten Umgebung. Merkur handelt, ist auch der Planet der Kaufleute. Merkur löst Themen aus, wie Terminen ausmachen, einen Vertrag unterschreiben. Merkur bedeutet auch Nachricht, Kommunikation. Merkur ist auch im Wassermann, das bedeutet, kann sein, dass du eine Nachricht bekommst von einer Frau, aber Vorsicht mit Neptun-Energie. Das kann deine Träume verwirklichen oder entspricht deiner Träume, aber das kann auch täuschend wirken. Sonne befindet sich im Fischen und das ist die Monatsthema und das heißt Basis, Fundament in dein Leben. Etwas Neues starten und brauchst gerade diese Beginn dieser Basis oder deine Wohnsituation ist gerade wichtig. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, geht nicht so voran, wie wir das planen oder wünschen, hat aber auch einen Sinn und das zeigt nicht so schnell, nicht so stürmisch, überprüfe noch etwas oder mach mal langsam, bremst das bisschen ab. Natürlich kann auch bedeuten, dass andere das abbremsen. Eine Rückläufigkeit aktiviert auch Themen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat oder karmischen Themen. 25. April wird Pluto rückläufig hier und das ist die Nachdenklichkeit, wovon sollst du verabschieden, was dich mit der Vergangenheit verbindet. 30. April wird Saturn rückläufig und das aktiviert hier karmischen Themen, das trifft dich persönlich. Oder wieder die Nachdenklichkeit an die Vergangenheit, was sollst du befestigen und wovon sollst du verabschieden, du räumst gerade auf. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung steht und diese Spannung spüren wir auch. Da kommt Unsicherheit, Nervosität im Bereich, wo Steinbock ist. Und das hast du hier im zweiten Lebensbereich in Finanzen. In diesem Tag nichts einkaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Mai 2019, Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion. Und zeigt die Weisheit, Themen, Geheimnisse und karmische Themen. In die Tiefe schauen, die Ursache an etwas erkennen, erforschen. Sonne ist im Widder, Monatsthema ist Kindheit, Kinder, schöpferische Kraft, Kreativität.
Merkur und Venus ist im Fischen, aktiviert Themen, was deine Wohnsituation betrifft. Mit Venus-Energie kann das bedeuten, dass du verschönerst etwas zu Hause. Bei Merkur-Energie, dass du zurückziehst, lernst du etwas oder hast du angenehme Gespräche oder hast du einen Besuch, eine weibliche Person und habt ihr schöne Gespräche. Merkur kann auch bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst. 4. Mai ist Neumond immer wieder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation oder etwas unsichtbar machen. Und das ist hier im Widder-Thema, ist Kinder, schöpferische Kraft, Kreativität, Lebensfreude, da nachdenklich zu sein. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das ist hier. Halbmond ist Spannung. Hier brauchst du die Erneuerungsprozesse, die Transformation loslassen, verabschieden, was dich stört. Bei diesem Halbmond neigst du dazu, etwas doch festzuhalten. Oder Spannung im Erbschaft oder ämtlichen Themen, Ämten, aber das hängt mit Finanzen zusammen, also kein Termin ausmachen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas, wir erkennen etwas, wir sehen etwas klar und deutlich im Waage. Also hier erkennst du etwas im Freundeskreis oder kommt die Klarheit, die Orientierung, was sind deine Wünsche. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder die Finanzen. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Arbeit und da hast du Gespräche oder einen Vertrag. Das kann auch ein Arbeitsvertrag sein, aber Gesundheit, Thema Gesundheit gehört auch zu diesem Lebensbereich. Das kann auch Arzttermin sein. Mars ist in der Zwillinge, das heißt, eine männliche Person kommt auf dich zu oder aktiviert hier alles Bereich Liebe, Partnerschaft. Venus ist immer wieder. Und das zeigt deine Kreativität oder du als Frau genießt die Liebe, auch das Flirt, das Spielerische. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Hier ist die Neptun-Energie. Das kann sein, dass du hier deine Träume verwirklichen möchtest. Hier musst du dich auch durchsetzen bei Konkurrenten oder bei Verwandten. Und bei Neptun kann natürlich bedeuten, dass das dein Traum ist, hier dich zum Verwirklichen. Aber diese Rückläufigkeit bremst dich ein bisschen dabei. 3. Juni ist Neumond im Stier. Rückzug, Nachdenklichkeit im Alltag oder im Beruf. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Spannung auf eine Reise oder Unsicherheit, was die spirituelle Richtung betrifft. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Hier erkennst du etwas und das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens oder etwas Geheimnisvolles. Öffnest die Augen in diese Richtung. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung. Hier zu Hause. Entweder hast du das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen und dann brauchst du die innere Ruhe, inneren Gleichgewicht oder
Spannung zu Hause, das kann auch eine gewisse Nervosität sein, dann ist besser dieser Rückzug oder eine kleine Reparatur. Juni 2019 passiert etwas Wichtiges und das hier im Schütze. Ich nehme mal die beiden Mondknoten hier raus. Das zeigte die Position in dein Geburtshoroskop. Und diese Mondknoten beide, die bewegen sich aber auch. Ketu, das ist die Drachenkörper und das zeigt alten karmischen Themen und Erinnerungen. Diese Ketu, dieser absteigende Mondknoten, bewegt sich ganzes Jahr und auch 2020 hier im Schütze. Und der Drachenkopf, die Richtung, was deine Seele jetzt braucht, was die Seele auch sucht, dieser aufsteigende Mondknoten Rahu bewegt sich ganzes Jahr und 2020 auch noch hier in Zwillingen. Und Juni passiert Folgendes. Diese absteigende Mondknoten, alten karmischen Themen, also Vergangenheit. Saturn ist der Hüter der Karma, ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die drei bilden sich eine sogenannte Konjunktion, die treffen sie sich. Mit anderen Worten, Pluto und Saturn befinden sich genau in diesem Knoten und aktiviert Vergangenheit. Und das trifft dich persönlich. Da kommen auch karmische Erinnerungen. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft und wird auch noch mit Venus auch bestärkt. Und das ist die Liebesplanet. Also ein wichtiges Thema ist die Liebe am Juli. Und Mars und Merkur ist im Krebs. Und das kann bedeuten, dass du einen Rückzug brauchst, in Kraft zu bleiben. Dann spürst du die Mars-Energie und dann kannst du dich auch durchsetzen. Kann auch bedeuten, dass du hier Verträge hast oder Terminen. Und mit Mars-Energie musst du dich durchsetzen, auch im Erbschaft oder im Ämtern. Oder hast du die Kontakt mit einer männlichen Person. Und das handelt sich um Gespräche oder Terminen oder Verträge. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Das ist ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit über die Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass du die Liebe genießt mit deinem Partner und ihr zieht beide zurück. 9. Juli ist Halbmond in Jungfrau. Das erlebst du hier. Und dann hast du das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung, du bist gerade übersehen. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis ist hier im Schütze, aktiviert karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fische, Spannung zu Hause. Kann auch bedeuten, dass alle sind hektisch und du brauchst die Ruhe und so ziehst du dich zurück und bleibst lieber zu Hause. August.
Merkur ist in Zwillingen, das ist rückläufig, also kehrt wieder zurück. Und das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück in dein Leben und das hat mit deiner Liebe, mit deiner Partnerschaft was zu tun. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Mars und Venus sind die beiden Liebesplanet und hier hast du die Transformation, ist auch die Monatsthema. Hier im achten Lebensbereich handelt sich auch um Thema Sexualität. 12. August wird Jupiter direktläufig hier und das bedeutet, dass du immer mehr Erkenntnisse hast, immer mehr Geheimnisse erfährst. 12. August ist Uranus rückläufig und wenn du etwas verändern möchtest mit Lebensfreude, dann dieser rückläufige Uranus bremst dich etwas dabei. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast mit Menschen, die von deiner Kindheit oder Jugend kennst. Immerhin handelt sich hier um Thema Erinnerungen an die Kindheit. Und diese Rückläufigkeit von Uranus aktiviert Vergangenheit. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich zu sein, wovon sollst du verabschieden? Was sollst du loslassen und was sollst du befestigen? Oder nachdenklich zu sein, wie sollst du dein Geld investieren, welche Versicherung sollst du abschließen oder wenn du erbschaftliche Situation hast, wie regelst du das alles? 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung im Freundeskreis oder Zweifel daran, was du wünschst, ob das überhaupt wahr wird, dann in diesem Tag neigst du dazu daran zum Zweifeln. 15. August ist Vollmond im Steinbock, das beleuchtet Thema Werte, Wertschätzung und Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder. Hier ist Spannung, entweder mit Kindern oder du möchtest etwas gestalten, etwas schöpferisch gestalten. Oder brauchst ein bisschen Lebensfreude und das ist so streng, das klappt nicht. Oder du zweifelst daran. 30. August ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit über eine Reise. Und hier wird in dem Tag dieser Neumond mit Regulus bestrahlt. Und das ist die königlichen Stern, der Herz der Löwen. Hör auf dein Herz. Was sagt dein Herz? Was ist deine spirituelle Richtung? Wohin soll die Reise gehen? September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist hier im Löwe. Wichtige Thema ist Reise, Ausland, Auslandskontakte, Bildung oder Spiritualität. 19. September wird Saturn rückläufig, das trifft dich persönlich. Bis dahin fühlst du dich ein bisschen gebremst. Und dann dreht sich die Richtung, geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Spannung, Nervosität. Es ist wichtig, dann den Rückzug, damit du zur Ruhe kommst. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Das beleuchtet die Thema Verwandten, Schulungen, Kontakte mit Bekannten. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung in die Arbeit. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich zu sein, wohin geht die Reise, was ist deine spirituelle Richtung. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Hier bekommst du Anerkennung, Lob,
du bist wahrgenommen, ist auch die Monatsthema. Dann hast du Ziele. Bei Mars und Venus kann nicht nur die beruflichen Ziele hier im 10. Lebensbereich sein, sondern bei Mars-Venus-Energie auch in die Liebe-Partnerschaft. Und das in Öffentlichkeit, die 10. Lebensbereich zeigt auch Öffentlichkeit, das nach öffentlichen, nach offene Zeigen dieser Partnerschaft. Jeder darf das erkennen, sehen und du bekommst auch dadurch Anerkennung, nicht nur von Partner, sondern auch von anderen, weil das wird wahrgenommen. Natürlich handelt sich hier auch um deine Ziele und um deine Berufung. Merkur ist im Waage, Gesprächen im Freundeskreis, Bekanntenkreis. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das ist Spannung und so nimmst du das wahr oder zeigt eine gewisse Unsicherheit. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, beleuchtet deine Wohnsituation. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, Spannung in Partnerschaft. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, zieh dich zurück, du musst in diesem Tag nicht unbedingt im Mittelpunkt sein. November Mars bleibt im Jungfrau, das heißt, du setzt dich durch in die Arbeit. Bedeutet auch, dass du Anerkennung bekommst von einer männlichen Person. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist deine Wünsche und auch Freundschaften. Und Merkur, Venus ist im Jupiter. Mars im Jungfrau, Sonne im Waage, das ist die Monatsthema, genau, und Merkur, Venus ist hier im Jupiter. So, ist richtig. Merkur, Energie, da handelt es sich um Gespräche. Bei Venus um die Liebe oder um eine Frau. Wie können wir das deuten? Entweder hast du deine Liebesgeheimnisse und möchtest mit jemandem das besprechen, kann auch bedeuten, dass hier um eine Frau handelt und sie erzählt Geheimnisse und du erfährst das, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person und sie reden hinter deinem Rücken und das sind diese Geheimnisse. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und beginnst du deine Träume zum Leben oder zeigst du deine Kreativität. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung, was die Werte betrifft und Finanzen, nichts einkaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder, Thema wird beleuchtet, Lebensfreude, Kreativität, schöpferische Kraft, Kinder. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung mit Investitionen, Erbschaften und die Neigung, etwas festzuhalten. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug von Freunden oder nachdenklich sein Meditieren über deine Wünsche. Dezember. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze.
das trifft dich persönlich, hast du viel mehr Freiraum, viel mehr Chancen, Möglichkeiten im Leben. Mars und Merkur ist im Waage. Da sind Gespräche im Freundeskreis. Das kann auch eine männliche Person sein. Oder dass du sagst deine Meinung und damit setzt du dich durch im Bekanntenkreis. Oder du lenkst deine Aufmerksamkeit auf deine Wünsche und da zeigst du Kraft und bist du davon überzeugt und lernst du das. Deine Wünsche zum Leben und das Verwirklichen. Sonne ist im Skorpion. Du schaust in die Tiefe, bekommst du Erkenntnisse, öffnest dein Auge an etwas, was im Verborgenen, im Geheimen liegt. Und Venus ist im Schütze. Und du lebst deine Weiblichkeit oder du veränderst etwas in dein Aussehen, achtest auf das Äußeren, verschönerst etwas wie neue Kleider oder anderen Haarschnitt. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann auslösen, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Kann auslösen, dass du zu kraftlos fühlst und brauchst den Rückzug, damit wieder Kraft hast. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und musst du dich behaupten und dich durchsetzen. Sonne Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist deine Persönlichkeit, da in dieser Zeit hast du viele Gespräche und Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du Glück hast finanziell, kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und verkaufst etwas und kommt Geld rein, kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Werte, Besitz, Finanzen und Venus, Merkur ist im Wassermann. Hier hast du Gespräche, das kann auch eine weibliche Person sein in deiner vertrauten Umgebung oder mehreren Frauen. Natürlich ist auch möglich. Und März 2020. Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und die sind ziemlich lang hier. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger und aktiviert bei dir Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und das wird in dieser Zeit befestigt. Und das ist der Fokus, also da in die Richtung sollst du dann konzentrieren. Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt, kann auch bedeuten, dass du Sport machst oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auch auf dein Aussehen. Sonne und Merkur ist im Wassermann, Monatsthema ist Lernen, Kommunikation mit Verwandten, Bekannten und Venus ist im Widder und das ist die Liebesenergie und das lebst du schöpferisch, kreativ oder genießt, also das ist die Genuss, die Lebensfreude und dann hat Venus mit deiner Liebe was zu tun. Venus kann auch deine Kreativität zeigen, deine schöpferische Energie, schöpferische Kraft. Liebe Sioliria, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.